diesem Video verherrliche ich nicht Rauchen und Trinken. Ich mache mich eher darüber lustig, ihr solltet niemals rauchen oder trinken. Die Scheiße ist giftig, stinkt und alle hassen's. Abonniert meinen scheiß Kanal, sonst komme ich bei euch zu Hause vorbei und zünd eure Katze an. Danke! Ich bin jetzt zum ersten Mal alleine. Meine Frau hat mich verlassen und jetzt muss ich mich mit so einer Scheiße rumschlagen wie Windeln. Die Scheiße mache ich nicht. Scheiße. So, Jeremy Pascal. Du weißt ja, wie das ist. Die Mutti hat uns verlassen. Sie sagt, es ist wegen meinem übertriebenen Alkoholkonsum. Ich kann jederzeit aufhören. Baby füttern, Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. So, aha. Oh! Oh, Herr Jemine, entschuldige. Oh! Entschuldigung, Jeremy Pascal. Ich würde jetzt von oben einmal die Milch in dein System führen. Jeremy, hast du gerade geschissen? Baby zum Wickeltisch. Ist das hier der Wickeltisch? Du dumme Scheiße. Ich kann es einfach so rauswerfen. Neue Windel holen. Okay. Jo, Jeremy, komm jetzt her. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Jeremy, es war wirklich ein... Oh, shit. Es war wirklich ein langer Tag. Hör auf zu heulen. Geh jetzt ins Bett. Ich lese dir jetzt eine Geschichte vor. Der Prinz und die Katze. Am anderen Ufer in entfernten Ländern. Mit dunklen Sternen über dem Kopf. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katz. Ich war noch nicht so weit, du Bastard. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau die bunten Blumen. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Ich mach die Scheiße ab jetzt. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich hab da schon Talent für das so. Hab auch überlegt, einen Job in die Richtung zu finden, aber ist halt mit Aufwand verbunden, ne? Das Kind schläft. Wunderbar. Abfahrt. Dann holen Sie sich den Ball. Damit hat sich die Restverteidigung des Meisters in Luft aufgelöst. 4-1, 4-4. Leinwand, Kung-Fu. Mann! Wirklich, ich könnte kotzen, wenn ich die Scheiße höre. Ja, ich könnte kotzen, wenn ich die Scheiße höre. Was ist los, Sohnemann? Was ist? Was ist? Wo bist du? Hä? Der ist im Raum hier. Warte mal. Warte mal, wenn ich jetzt... Snow. Halt's Maul. Hä, wo ist das Kind? Digga! Ich schwör, du kleiner Dämon, ich werf die Treppe runter. Was ist los, hä, Jeremy? Was ist los, Jeremy? Hau raus. Ich bring dich jetzt ins Bett. Und wenn ich dich noch einmal hier draußen sehe, dann rufe ich die Julia an. Hoppala. Das richtige Plüschtier ins Bett legen. Ah. Hab ein bisschen Respekt vor mir, verdammt, Joey. Bab, ich chill jetzt. Wehe. 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 Ich gehe jetzt runter aufs Sofa, Hertha läuft. Wirklich, ey, habe ich mir überhaupt verdient. Ja, Hertha hat verloren. War eine richtig beschissene Nacht. Ich will gerade nicht reden, lass mich. Wie kommst du nach hier unten, du blöde Sau? Flasche aus dem Kühlschrank nehmen. Ach so, jetzt geht das so weiter wie jeden Tag, ne? Ey, ich schwör dir, ich hab so keinen Bock. Setz dich mal hier hin, Jeremy. Ey! Die Flasche finden. Ja, okay. Hä? Die Flasche ist einfach weg. Ist sie hier irgendwo hier oben? Da ist sie ja! Kind? Bro, hör auf. Hör auf. Hör auf, Jeremy. Direkt eingeschissen, wirklich. Direkt eingeschissen. Neue Windel holen. Ich schwör dir, Tom hat gesagt, ich soll nicht so viele Drogen nehmen. Und weißt du, wie ich meine? Und dann passiert trotzdem. Wenn Windel anfängt, hier Augen zu kriegen, dann ist schon fast vorbei.
Irgendwie so. Wo ist deine scheiß Unterhose hin? Warte mal, wo ist die Unterhose? Hä? Hey, Junge, komm zurück! Komm zurück! Da oben, ich sehe dich! Komm her jetzt hier! Hallo! Hallo, komm jetzt! Wirklich, blöde Arschkacke! Komm jetzt! Komm jetzt her! Komm jetzt! Komm jetzt! Was ist das? Im Notfall Glas brechen. Ist das ein Schnuller? Ist mir jetzt scheißegal. Baby kackt jetzt in dich rein. So, ich nehme dich jetzt, pack dich hier so hin. Oh! Ich nehme dich jetzt mal mit. Die Seele nehme ich noch mit. Ich sag dir eins. Rote Augen, lauf. Das hat mir, also früher, ne, schon gelernt so. Ich schwör, Jeremy hatte rote Augen, weißt du, wie ich meine? Jeremy, warum hast du denn jetzt mich da so angeguckt? Outfit schwarze Katze, komm mal, Jeremy. Jeremy, was, wenn ich deinen Kopf hier so durchmache? Ich hab grad Punkt gemacht, Jeremy. Junge, ich spiel mit deinem Kopf Basketball. 8 Punkte, 9 Punkte, 10 Punkte. Ich würde halt auch mal was schocken, weißt du, wie ich meine? Und wenn dann das Kind die ganze Zeit rumballert und hier irgendwie, weiß ich nicht, hier durch den Raum fliegt oder was auch immer, dann darf ich auch wohl mal ein bisschen Basketball mit meinem scheiß Sohn spielen, weißt du, wie ich meine? Prinz und Kaninchen. Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihm ihr Angst. Ihr. Schnell zum Ausgang hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinterher und schrie, halte sie auf. Durch Dunkel. Was denn? Hä? Was ist denn jetzt los? So, Kaninchen. Der Prinz konnte sie nicht fangen. Sein Herz war erfüllt vor Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand den Weg hinunter. Prinz lief. Ja, der Rest ist auch nicht so schwer. Schlaf gut, Kind. Jeremy. Tür zu. Chill mal. Heute Union Spieltag. Oh. Alter, es hat geklingelt. Pizza? Wie hoch ist die Pizzachance? Ich liebe Pizza. Warte mal, warum ist das Kaninchen hier unten? Und was liegt hier für Kacke? Ich knack mal auf hier, hallo? Ich habe jetzt den Tausti 400. Alter, let's go. Soll ich das jetzt einfach so in Ruhe lassen? Gut. Dann gehe ich jetzt aufs Sofa und schau fern. Ich würde schon sagen, dass ich schnell einschlafe, ja. Ja, Spiel war auch scheiße langweilig, weißt du? Und den ganzen Tag so arbeiten, so... Ey, das macht einen schon fertig nach einer grauen Zeit, ne? Das macht einen schon kaputt, so im Kopf, dann. Was ist denn jetzt schon wieder los hier, hör mal? Ey, ich kacke! Was? Was? Ist doch alles gut, jetzt chill mal dein Leben. Etwas zu essen suchen. Vielleicht ein Käsetoast. Alter, ich liebe Käsetoast, Digga. Ich nehme jetzt einen Toast. Das packe ich schön auf den Teller. Nehme ich noch einen Toast. Digga, kann doch nicht so schwer sein. Schön. Normalerweise erscheinen keine dämonischen Schriftzeichen an den Wänden, aber ich glaube, das liegt an dem kleinen Blagen Jeremy Pascal, die Scheiße. Fuck. Jeremy, willst du vielleicht das Käsetoast? Huh. Der Kühlschrank ist ja relativ tief jetzt. Jeremy Pascal, hast du den Kühlschrank länger gemacht? Ach, das hätte ich. Ach Mensch. Wo bin ich denn jetzt hier landet? Jeremy! Jeremy Pascal? Hör auf! Warte mal, hä? Das hier ist meine Wohnung, oder? Hallo, Jeremy!
Ah, du hast dich eingekackt. Habe ich recht, Jeremy? Ich leg dich mal dahin. Dann würde ich dich jetzt... Bitte krieg nicht wieder Augen. Er ist noch da. Oh, Jeremy. Oh Gott. 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 Hier ist ja alles voll mit Scheiße. Warum sind die überall Spielzeuge? Das Notglas. Das Notglas. Ich nehme... Wo ist der... Jeremy. Wo bist du? Jeremy, ich hab den Schnuller. Ich hab den Schnuller. Ich hab den Schnuller, Jeremy. Ah, ja, Jeremy. Ich würde dich jetzt einfach mal mitnehmen. Okay. Ich nehme dich einfach mal mit, Jeremy. Ich pack dich mit nach oben. Oh, was ist denn jetzt los, Jeremy? Was ist denn jetzt los? Ich bin... Der Prinz und... Oh Gott. Ja, Jeremy, schweb in dein Zimmer. Das machst du klasse, das machst du klasse. Du machst das klasse, hm? Ich nehme mal den Bock. So. Und dann will ich hier immer nur eine Geschichte vorlesen. Und damit wir auch gut Progress machen. Wir gemeinsam. Du und ich, Jeremy. Der ganze Palast war kalt. Der Mond draußen schien so hell. Der Wind... Halt die Fresse. Der Wind blies und unentwegt. Oh nein, ich bin sehr schmutzig, sagte der Prinz. Also wechselte das Schaf seine Kleidung. Lass mich dich zählen. 1, 2, 3... Nur noch eins, sagte der Prinz, bevor ich einschlafe. Komm zu mir in meine Träume, bleib für immer mein Kopf. Gehorsam schritt und das Schaf voran. Sein Geist war von Angst erfüllt. Warum hast du einen Ton, Jeremy? Ach, Jemine. Ach, Jemine. Ach, ach, ich schwöre, das hat es noch nie gemacht. So ne Mann. So ne Mann. Wer flüstert hier? So ne Mann, kommt das von oben? Ich komm jetzt. Klopf, klopf. Oh, da war's noch. Scheiße. Folge dem weißen Hasen. Okay. Okay, weißer Hase. Führ mich in die Sicherheit. Weißer Hase, wo muss ich hin? Hier runter. Okay, okay. Runter, komm schnell. Jeremy! Dein Vater wird sauer. Ich muss das weitergeben an... Behörden, dass du Stress machst. Jetzt stürzt der Fahrstuhl ab. Anderen Aufzug suchen, dem weißen Kaninchen folgen. Jeremy! Ach, Herr Jemine. Ach, du Blöde. Jeremy, hör auf zu despawnen! Jeremy, komm jetzt her! Gib mir den Scheißschlüssel! Oh, jetzt ist Jeremy schon wieder weg. Jeremy! Jeremy, gib mir den Schlüssel! Digga, ich spiel jetzt. 1, 2, 3. Ja, du blöder Wichser. Oh, jetzt ist er doch weg. Junge, was machst du da oben, du Vollidiot? Da hat sich der Klavierunterricht bezahlbar gemacht, Martin. Komm jetzt her, kleiner Mann. Ist das ein Schalter? Meinst du das hier? Jeremy, ich wusste gar nicht, dass du das hier hast. Wo sind wir? Okay, Junge, was zum Teufel? What the fuck? Okay. Ich würde ihn jetzt einfach mal hier rauflegen. Gib ihn her! So, du blöde Scheißsau! Du bist adoptiert! Ist er tatsächlich nicht.
Aber ich sag das immer gern wegen der Erziehung. So, und jetzt dem Hasen folgen, oder? Ach so, hier ist der nächste Fahrstuhl. Mist, Stromausfall. Hier, Strom. Hier ist eine Sicherung. So, blaue ist drin. Hier ist die pinke Sicherung. Jeremy? Ich würde schon sagen, dass ich ein guter Vater bin, Bob. Besser als viel. Wo ist die Scheißsicherung, du blöde Sau? Ich mach die jetzt rein hier. Er nimmt die ganze Zeit die Sicherung raus, die ich reingemacht habe. Gibt's irgendwas, was ich ihm geben kann, dass er die Schnauze hält? 17. 17? Ah. So, hinten ist hier 7. 1, 7. Let's fucking go! Bist du bereit für eine kleine Reise, mein Sohn? Eine kleine Reise ins Unbekannte? Möchtest du? Guck auf die Blumen, Jeremy. Guck auf die Blumen. Entspann dich ein wenig, Jeremy. Hm? Entspann dich. Und rein. Ciao. Jetzt die Scheißsicherung wieder rein. Zack, zack. So, Jeremy. Du blöde Sau. Och, Jeremy, jetzt mach nicht den! Bitte lass es! Don't leave! Halt's Maul! Ich verpiss mich sowas von, Digga! Lass mich in Ruhe, Jeremy, bitte! Jeremy, nein! Nein! Jeremy! Um Gott! Um Gottes Willen, Jeremy! Muss ich jetzt hier lang? Wo muss ich hin? Ich brauch einen Schlüssel. Hab ich! Okay, aufknacken! Oh, Jeremy ist hinter mir! Jeremy, lass es! Grün, Mond. Gelb, Dreieck. Hab ich. Und weiter. Jeremy, du bleibst schön da, du machst das schon. So, zack. Können wir nicht einfach wieder Geschichten erzählen? Ich kann dir sehr gut vorlesen, versprochen. Der Fahrstuhl ist da! Klick irgendwo. Sie Kinder? Ist das normal? Wie hoch ist denn die Chance, dass man einen Dämon erwischt? Scheiß Kinder, wirklich. Okay, Jeremy. Jeremy, alles ist okay. Alles ist spiegelverkehrt. Ich würde dann mal die Flasche aus dem Kühlschrank nehmen, Jeremy. Alter, hier ist ein Schlüssel mit einem Herz. Ich würde den mal hier auf den Tisch legen. Bitteschön. Zum Wickeltisch bringen. Ist der Dämon weg? Oh, ist weg. Jeremy, was ist denn los? Jeremy, was... Jeremy, warum hast du die Musik wieder angemacht? Ein letztes Mal. Ach, Jeremy. Bitteschön. Ich würde die Gelegenheit nutzen, um einmal oben zu gucken, was hier abgeht, okay? Ich brauche das rosa Herz. Okay. Ach, schön. Was ist das? Oh Gott. Oh nein. Okay, Jeremy, alles ist gut. Ich will dir auch... Also ich meine, ich bin ja einfach nur dein Faller. Weißt du, ich meine... Jeremy, ich nehme dich mit, ja? Ich spring dich in dein Bettchen. Ich knack hier hinten auf. Pass mal auf. So. Oh Scheiße, entschuldige. Dann gehe ich hier so lang. Und hier ist dann irgendwo bestimmt dein Schlafzimmer, Jeremy. Hier, schau, dein Schlafzimmer, Jeremy.
bitteschön. Ach du heiliger Kalippo-Eis. Weißt du was, Jeremy? Wir kriegen das gemeinsam hin. Oh, ein wenig übers Ziel hinaus. Was jetzt, Jeremy? Sag bitte. Jeremy, ich weiß doch nicht, was ich tun soll. Schon gesehen, schon bekannt, schon gelebt. Okay. Mann, Jeremy, nein. Ach so, dann gehe ich jetzt einfach. Ach, nee, ich mach nicht. Der Junge geht nicht ins Bett. Vergiss es. Vergiss es, Jeremy. Du musst loslassen. Lass los. Lass los, Jeremy. Lass los. Lass los, Jeremy. Lass es. Darf ich ihn nicht angucken? Oh mein Gott, ich darf ihn nicht angucken. Ich darf nicht angucken. Scheiße. Fuck. Scheiße. Fuck. Ich darf einfach nicht hingucken. Es ist schlimm. Wenn ich hingucke, ist vorbei. Wirklich, ich darf nicht hingucken. Verdammt, Johe. Wenn ich hingucke, ist vorbei das Leben. Ich darf nicht ansehen. Ich darf nicht. Aber guck nicht hin. Guck nicht hin. Guck nicht hin. Oh. Nein, nein, nein. Ich sehe kein Kind. Ich sehe kein Kind. Wir gehen weiter. Oh nee, nicht nochmal. Oh. Ist doch gar kein Problem! Ich kann hier nicht lang! Ich kann nicht geradeaus! Ich kann das Kind aber darüber werfen! Jeremy! Ich werde dich endlich los! Ich werf dich in den Abgrund, Jeremy! Ich werf dich in den Abgrund! Tschüss, Jeremy. In den Abgrund, Jeremy. Ich werde dich in den Abgrund werfen, Jeremy. Jeremy, ich werfe dich in den Abgrund. Ich werde dich in den Abgrund werfen. Jeremy. Jeremy, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Oh Gott, und jetzt? Und jetzt? Wir gehen hier unten rein. Alles ist gut. Ach, Hallöchen. Don't leave. Natürlich werde ich gehen. Ich hasse dich! Okay. Rechts lang. Oh, die schöne Traumwelt. Wie schön ist das denn? Das freut mich aber. Ja, beleidige mich ruhig weiter. Beleidige mich ruhig weiter. Alles in Ordnung. Ich gehe natürlich wieder durch. Ach, schön. Ach, schön. Oh, Jeremy, Hallöchen. Hallöchen, Jeremy. Oh, weh. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Was ist denn los, Jeremy? Was ist denn los? Warum guckst du so? Hör auf, so böse zu sein. Wir gehen hier zwischen die Flaschen durch. Lauf, kleines Kaninchen. Du bist nicht allein. Es wird immer andere geben. Ohne Scheiß jetzt. Ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße. Du. Ihr verpisst euch jetzt nach draußen. Ansonsten könnt ihr ihm eine Anzeige reichen jetzt. Raus jetzt! Ach egal. Tschüss. Reicht dann jetzt.